Ja, moin Leute. Herzlich willkommen wieder mal zu einem Video von mir. Ja, gerade wieder mal ein bisschen pausiert und ja, aber naja. Hier mal wieder ein Zock's mal gezeigt. Ich habe jetzt hier Splatter, Blood Red Edition. Wenn man da im Shop guckt. Das ist Splatter Zombie Apocalypse. Und hier sieht man auf dem Bild Blood Red Edition. Was wollen sie zur Zeit haben? Oh, 49 Cent, ja. Ich schalte hier mal um. Webcam soll eigentlich gerne wieder da sein. Ich habe das jetzt schon kräftig gezockt, wie man gesehen hat, habe ich ja schon Errungenschaften, ne? Ja. Jo, da ist es ja. Ich will jetzt hier mal wieder. Ich habe jetzt auf einem leichten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Auf harmlos. Und jetzt will ich mal auf alltäglich weitermachen. Errungenschaften holen halt. Und ja, das ist der perfekte Einstieg für ZMG, ne? Zock's mal gezeigt. So, jetzt halte ich mal die Klappe hier. Is this the end? So many things changed in the last days. So did I. I found a new home here. A quiet island amidst this sea of madness. But peace of mind is rare to come by these days. I thought I found it. But boy, I was wrong. Everything started with when the doorbell rang. That bloody Sunday. I sit next to the bed when the doorbell rings. Stimme von dem Typen erinnert mich so ein bisschen an Max Payne, ne? What is happening out there? I need to get out if I want to see and find out. Oh, fang also zu Hause an hier. Wieso komme ich da nicht dran? Das war eigentlich. Naja, werden wir dann sehen. Ich laufe jetzt hier mal raus. Stop! Drop down, or I'll shoot! Scheiße. What are you still doing here? Get out! This area is being evacuated! Ja, ist ja schön. Ich hab keine Waffen, Kumpel. Auto tut mir weh, wenn ich gegenlaufe. Okay. Auch gut. Okay, we're staying here for the moment. Hier ist meine erste Waffe hier. Oh, die ist ja schon aufgerüstet, weil ich schon auf harmlos durchgespielt habe. Okay. Ja. Wir wollen uns hier ein bisschen umgucken mal, ne? Dürfen wir ja wohl. Bisschen Secret Stuff hier. Bisschen aufräumen hier. Das ist meine Hütte von der anderen Seite, ne? Ja. Ja, komm mal her hier. Ja, jemand, der da draußen Alien-Shooter vielleicht noch kennt von früher. Geil, ich glaube, den ersten Teil von Alien-Shooter, den habe ich noch mal damals auf dem Pentium 3 noch gespielt. Ich hatte diese Slot-Version damals nämlich noch gehabt. Den dicken schwarzen Knüppel. Ich weiß gar nicht, ob Slot 1 oder Slot A war. Eins von beiden war ja AMD damals. Da hatte ich noch so eine Testversion gehabt. Oder Demo-Version oder wie auch immer.
Da konnte man irgendwie ein, zwei Missionen spielen und da war halt vorbei und ja. War noch so die Jugendzeit, ne? Sieht dem hier auch ziemlich ähnlich. Mittlerweile gibt es ja von Alien Shooter 2 auch ein Remake und Fortsetzung und hast du nicht gesehen. Und ja. Ja, bevor ich da oben weitergehe, möchte ich hier aber gerne ein bisschen gucken. Immer so ein Sammelwütiger hier. Secrets und hast du nicht gesehen. Weil da gibt es dir immer Kohle und Waffen und Muni und so. Mal die Fenster aufschließen, ein bisschen frische Luft in die Hütte. Was ist hier jetzt? Da gibt's Licht, okay. Mal Strom angeschalten. Ja, hier gibt's Money und so noch. Damit kann man, glaube ich, die Waffen später auch aufrüsten. Ja, frische Luft rein in die Hütte hier. Wird mit der Zeit auch knackig schwer hier. Da bin ich schon ein paar Mal verreckt. Selbst auf harmlos. Also auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Einfach weil man nicht weiß, was man da machen soll, ne? Oder wie man das machen soll. Und dann, ja, ist halt ganz schnell mal tot, ne? Auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ja, da kann man hier mal ein bisschen rumshooten. Boah, da war noch einer. Dafür funktioniert seine Taschenlampe hier manchmal nicht. Merkwürdigerweise. So, wenn ich zu nah an ihm selber ranhalte. Okay. Leuchtet dann quasi nur auf dem Boden. Okay. Sackgasse, ja, ja. Ist ja nicht so wild. Schön eingesammelt, alles Mögliche hier. Oh ja. Macht halt ordentlich Bock, ne? Da ist schon wieder Zeug. Manches bräuchte ich da auch schon gar nicht mehr lesen. Das ist schon intuitiv, dass ich das mache. Das wird den meisten anderen da draußen eigentlich auch nicht anders ergehen, denke ich mal. Ordentlich Theater machen hier und aufräumen. Eigentlich muss ich da oben lang, aber ich bin ja hier der Sammler, ne? Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Weihnachten gehabt. Ja. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch groß was kommt.
Ich werde auf jeden Fall hier so Sprechgarnitur holen, so mit Headset, ne? Kopfhörer, Lautsprecher mäßig. Ach, Lautsprecher sei schon. Mikrofon, so, darum geht's mir hauptsächlich. Wenn mir die Kopfhörer davon nicht taugen, dann wird das lustig aussehen, weil dann nehme ich das Mikrofon davon und hänge mir das notfalls um den Hals und habe diese Kopfhörer dazu auf, obwohl ich Kopfhörer um den Hals hängen habe. Aber man will ja die Soundqualität hier mal ein bisschen verbessern, ne? Ja, hier ballern und quasseln, das ist halt nicht so easy. So. So. Hier können wir jetzt nämlich die Waffen wieder auftunen, ne? Aber da sieht es bei mir im Moment schlecht aus. Da kann ich nichts machen, weil mir die Moneten fehlen dazu. Soll doch hier unten lang, ja? Muss ich nochmal zurückholen? Irgendwie war da oben ja noch was, ne? Dachte ich. Ja, hier liegt schon wieder Geld. Hab ich das übersehen vorhin? Gibt's da nicht. Hier ging es irgendwie noch nach oben, oder? Anscheinend doch nicht. Hat das wieder mal getäuscht. Na gut. Aha, noch knapp 10 oder 9 Minuten haben wir noch. Wie es immer so ist mit der Zeit, ne? Die läuft halt. So, ich muss hier ja durch, ne? Gucken. Hab dich gesehen. Nee, ich kann hier nichts machen. Weil die Knifte ist schon aufgetunt bis zum Abkotzen. Und die anderen Waffen sind, glaube ich, jetzt gerade nicht freigeschaltet. Ne? Die habe ich auch noch gar nicht. Spielst ja jetzt gerade quasi nochmal, nur mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, ne? Aber ich kann die nicht anklicken, weil ich die nicht habe. Das kommt dann halt wieder mit der Zeit, aber gut. Wollen wir mal rein hier ins Gemetzel. Jetzt habe ich hier die Shotgun. Gucken, ob ich die jetzt auftunen kann, ob ich da schon genug Cola habe. Monaten. Nee, geht noch nichts. 1000 und 680 habe ich erst. Na gut. Da kommt man her, hier, ihr Viecher. Ah, ich komme da gar nicht mehr zurück, weil da so eine Flammenwand ist. In der Klasse. Bam, bam. Geht ja die Post ab. Noch eine Karre hochgejagt. Bumm. Echt cool gemacht, wie ich finde. Also ich finde es echt geil, vor allen Dingen zu dem Preis, ne? Weiß gar nicht, ob ich auch nur 49 Cent dafür bezahlt hatte oder ein bisschen mehr. Es war auf jeden Fall günstig. Oh, stirb doch. Na komm, bevor ich das Video hier dann bald beenden muss, wollen wir noch mal ein bisschen Rotscan benutzen, oder? Die fetzt so richtig. Thank you.
hier mal ein bisschen aufräumen hier. Oh, läuft das Blut. So, jetzt haben wir mal alles clean hier, oder? Ja. Was habe ich kaum noch Muni dafür? Dann nehme ich halt wieder die Knifte, ne? So, und jetzt hier rein, ja. Ja, dann war ja schon durch. Was sie dafür Punktzahlen haben, Alter. Geht mal gar nicht. The colorful displays always promise happiness and satisfaction. Heaven on earth for the simple-minded. Yet today, the simple familiarity attracted me as well. Jo. Dann speichere ich das mal unter Dennis. Alltäglich. Bumm. Jo, ich wollte dieses Spiel unbedingt mal gezeigt haben, weil das einfach ziemlich geil ist. Und jo. Ich wünsche euch dann guten Rutsch ins neue Jahr, ne? Und bis dann.